Julia, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Tor. Kannst du uns nochmal den entscheidenden Moment in dieser Partie schildern? Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, ich glaube schon, dass das Tor so ein Stück weit eine Erlösung war für uns. Einfach, dass wir dann 1-0 vorne lagen und das einfach auch im Rücken hatten. Aber ich glaube, unser Spiel hatte Höhen und Tiefen. Wir sind relativ gut reingestartet, hatten dann eine Phase, wo es einfach nicht so gut lief. Haben China ein bisschen ins Spiel kommen lassen und da war das Tor, kam dann gerade zum richtigen Zeitpunkt und hat uns auch Selbstvertrauen gegeben. Kannst du die Szene nochmal beschreiben aus deiner Sicht? Ja, es war ein Eckball. Der Ball kam, ich stand im Rückraum, ist zurückgeprallt. Hatte ich noch Zeit, ihn anzunehmen und habe dann einfach volles Rohr draufgehauen und schön, wie er reingefahren ist. Wie war es von der Atmosphäre her? Was bedeutet es für euch, dass so viele Zuschauer hier waren oder auch für den Frauenfußball allgemein? Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich schön, vor so einer Kulisse zu spielen, zu sehen, dass der Frauenfußball so eine Wertschätzung bekommt. Und ich hoffe, dass es bei den nächsten Spielen genauso aussieht. Dankeschön. Dankeschön.